Tag 4 im Trainingslager in Südtirol. Auf dem Apfelhochplateau von Hatschaps lässt es sich normalerweise wunderbar entspannen und die Natur genießen. Doch für die Spieler des FCN ist aktuell keine Zeit zur Erholung. Denn die Vorbereitung geht in die heiße Phase und damit steigt auch die Intensität auf dem Platz. Umschalten, Pressing und Gegenpressing sowie die Torerzielung stehen auf dem Programm. Und das bedeutet auch viel Laufarbeit mit und ohne Ball. Ja, heute war auf jeden Fall der härteste Tag. Ich glaube, das Training hat es in sich. Das hat, glaube ich, auch jeder gesehen. Zwischenfazit, ich glaube, wir bereiten uns relativ gut auf die Saison vor. Wir nehmen die Neuzugänge gut auf und ja, das schweißt uns eben eng zusammen und wir sind froh, dass wir hier sind. Gearbeitet wird unter den kritischen Augen der Clubfans. Denn auch in diesem Jahr sind wieder über 200 Anhänger mitgereist, um die Mannschaft und das Trainerteam zu unterstützen. Und um zu schauen, wie sich der Club in der Vorbereitung so anstellt. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ich war überrascht, dass so viele Fans hier sind. Gerade nach der Corona-Zeit ist eben was Schönes, beziehungsweise gibt uns auch ein gutes Gefühl. Und ja, wir sind froh, dass so viele hier sind und freut uns auf jeden Fall. Der Austausch zwischen Fans und Spielern findet nicht nur bei den Trainingseinheiten statt. Auch beim großen Fanfest am Abend können Fotos gemacht und Autogramme gesammelt werden. Und für die Spieler ist der Ausflug zum Fest auch eine willkommene Abwechslung zum Vorbereitungsalltag. Wir sind ja hier in Südtirol und viele von uns kennen die Musik hier nicht so und es ist ja, auf jeden Fall spannend, das alles mal kennenzulernen und ja, ist mal was anderes als im Hotel zu sein und so wie wir empfangen wurden und so wie wir hier ja, in Kontakt kommen, ist auf jeden Fall, passt auf jeden Fall und freut die ganze Mannschaft. 2 Tage sind es noch bis zur Abreise aus Südtirol und der Rückkehr in die fränkische Heimat. Dank der herzlichen Gastfreundschaft von den Menschen aus der gesamten Region ist die Woche in Hatschaps aber auch ein Highlight der Vorbereitung und ein wichtiger Grundstein für den Start in die neue Saison. Wir fühlen uns hier wohl, wir haben gute Bedingungen, gutes Hotel, gute Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein gutes Mannschaftsgefüge, das merkt man mittlerweile auch. Und ja, deswegen, Vorfreude ist zwar da, aber wir genießen jetzt noch die letzten Tage hier. Und neben dem Genuss wird natürlich noch weiter fleißig trainiert, damit die mitgereisten Fans die Möglichkeit haben, das Team noch besser kennenzulernen. Der gesamte FCN bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung der Anhänger und bei der gesamten Region rund um das Apfelhochplateau für die Gastfreundschaft und die optimalen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Trainingslager.